أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir machen heute weiter, inshallah ta'ala, mit einigen Gemeinschaftsgebeten, also Gebete, die man als Gemeinschaft verrichtet. Und dazu gehört das Gebet bei Gefahr, beziehungsweise das Gebet bei Furcht, also Salat al-Khawf. Dieses Gebet bei Gefahr erwähnte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, und zwar sagt Allah Azza wa Jal: Und wenn du unter ihnen bist und nun für sie das Gebet anführst, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen. Doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Wenn sie, die Betenden, sich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen und sie sollen dann auch mit dir beten. Doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Dass diese Ayah also erwähnt dieses Gebet bei Furcht, also das Gebet bei Gefahr, und die grundlegende Gefahr, die besteht oder wann man dieses Gebet verrichtet, ist normalerweise im Kriegszustand, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Schlacht war. Aber allgemein gilt, immer wenn es eine Gefahr gibt und man Wache halten muss, auch außerhalb von Kriegen. Das heißt, wenn es eine Gefahr gibt, Tiere, die auf einen losgehen könnten, oder wir haben diese Tage diese Naturgewalten mitbekommen, es müssen einige darauf achten, ob die Flut kommt oder nicht, oder Allahu A'lam, also es können viele Sachen sein außerhalb von Krieg. Wie verrichtet man dann das Gemeinschaftsgebet? Das ist die Frage. Und hier, liebe Geschwister, müssen wir mal innehalten. Wenn eine Gefahr da ist, egal welche Gefahr das ist, ja, ob militärisch, ob Tiere, ob Natur, ist egal welche Gefahr es ist. Zwei Fragen. Erst einmal, also zwei Fragen, über die man mal überlegen sollte. Erstens, entfällt dann das Gebet oder entfällt es nicht? Das ist die erste Frage. Und was ist die Antwort? Ja? Das Gebet entfällt nicht, man muss beten. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht gesagt, also wenn es Gefahr gibt, betet nicht, kümmert euch. Und eines der schwierigsten Situationen ist natürlich, wenn der Feind da ist und dich angreifen will. Also eine schlimmere, außer da rennen jetzt ein paar Löwen auf dich. Aber ansonsten, das ist ja wohl die schlimmste Situation, die es überhaupt gibt. Und in dieser Situation sagt Allah, bete. Okay, alles klar, das haben wir verstanden. Das Gebet ist wichtig. Aber die nächste Frage, die einem hier zu Sinnen kommt, das Gebet bei Gefahr, ist das ein einzelnes Gebet? Also beten die Menschen ein individuelles Gebet? Beten die Menschen alleine oder in Gemeinschaft? Was ist das für ein Gebet? Ein Gemeinschaftsgebet oder ein individuelles Gebet? Ja? Ein Gemeinschaftsgebet. Macht's Klick? Ja, das heißt, selbst in Gefahrsituationen sollt ihr gemeinsam beten. Hallo, da sind doch die greifen uns gleich an, oder Allahu A'lam, was da passiert gleich. Irgendeine Gefahr kommt auf uns zu, können wir nicht jeder für sich mal beten. Nein, ihr betet gemeinsam.
Aber das Gebet hat eine andere Art und Weise. Also das Gemeinschaftsgebet wird anders vollzogen. Und deswegen, wenn wir uns diese Ayah, also das ist ja in Surat An-Nisa, wenn wir uns diese Ayah anschauen, das Gebet bei Gefahr oder bei Furcht heißt es auf Arabisch, ja, ich nenne es nur bei Gefahr. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala danach? Das ist die Ayah 102. Danach sagt Allah azza wa jal in der Ayah 103, wenn ihr das Gebet vollzogen habt, dann gedenkt Allah stehend, sitzend und auf der Seite liegend. Wenn ihr in Ruhe seid, dann verrichtet das Gebet wie üblich. Achtung, und jetzt kommt, das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten vorgeschrieben. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Also, die Verpflichtung, dieses Gebot, dass Gebete zu bestimmten Zeiten verrichtet werden muss, ist in welchem Kontext erwähnt? Im Kontext der Gefahr. Warum? Was leiten wir von diesem Zusammenhang ab? Wenn das Gebet verpflichtet ist, verpflichtend ist in Gefahrensituationen, dann doch erst recht, wenn es keine Gefahr gibt. Und zweitens, wenn das Gemeinschaftsgebet so einen Stellenwert hat, dass selbst im Krieg und bei Gefahr man zusammen beten soll, dann doch erst recht, wenn es gemütlich ist. Und das zeigt den Stellenwert des Gebets. Das heißt, das Gebet entfällt nie. Selbst wenn du krank bist, selbst wenn du dich nicht bewegen kannst, selbst wenn du dich nicht bedecken kannst, ja, zum Beispiel, ja, hat jeder mitbekommen, als in diesem einen Gefängnis, Abu Ghraib hieß das, glaube ich, im Irak, als diese Leute ausgezogen wurden und so weiter, ja, schikaniert wurden. Selbst in diesen, und die Fuqaha haben solche Fälle schon vorher erwähnt, zum Beispiel, man wird entblößt in einem Gefängnis, weil normalerweise läuft ja kein Mensch so freiwillig entblößt herum, um zu beten. Ja, aber wann könnte diese Situation kommen? Eben zum Beispiel, wenn solche Verbrecher Menschen einsperren und so weiter. Selbst in diesen Situationen entfällt das Gebet nicht. Ich habe kein Wasser zum Wudu machen, mach Tayammum. Ich kann kein Tayammum machen, bete ohne Tayammum. Das zeigt, das Gebet entfällt nie. Und du hast Kleidung, du hast Wasser, du hast ein schönes Auto, du kannst zur Moschee fahren, du hast ein Ticket. Du kannst so oft mit diesem Ticket fahren, wie du möchtest, ja, diese Monatstickets-Dinger da und so weiter und so fort. Du hast ein Fahrrad, an jeder Stelle ist jetzt ein Roller, du düst, ja, ich will mal ein bisschen mit dem Roller fahren, aber zur Moschee, nee, hab keine Lust. Und ich schau dir mal an, wie viel Allah subhanahu wa ta'ala dir an Möglichkeiten gegeben hat. Und wir sagen, nein, nein, ich will nicht. Nein, ich gehe nicht in die Moschee. Allah ist der Unbedürftige, Al-Ghani, der Reiche, Subhana. Er braucht uns nicht, wir brauchen ihn. Und diese Ayat, wenn wir sie lesen, ist das wirklich eine gewaltige Botschaft an uns. Erstens, achte auf das Gebet und achte auf das Gemeinschaftsgebet, dass man in die Moschee geht. Okay, ich kann nachvollziehen, jeden Tag leider die Moscheen, es gibt nicht an jeder Ecke eine Moschee, Alhamdulillah, es gibt viele, aber nicht an jeder Ecke, aber die Woche hat 7 Tage. Dass man zumindest ab und zu mal zum Gebet kommt, wenn du frei hast, dass du eben in die Moschee gehst, außer, ich meine, zusätzlich zur Jumu'ah, ja, dass wir die Moscheen nicht zu Kirchen machen, da geht man nur einmal die Woche hin. Also, diese Ayah erklärt uns, wie wir das Gebet bei Gefahr verrichten sollen. Wie funktioniert das Gebet? Die Gebet bei Gefahr, also das Gemeinschaftsgebet bei Gefahr. Also es geht jetzt hier um eine Gruppe von Betenden, nicht eine einzelne Person. Eine Gruppe
von Betenden. Wie funktioniert dieses Gebet? Schauen wir uns die Ayah noch einmal an. Was sagt Allah Azza wa Jalla? Und wenn du unter ihnen bist, also mit ihnen bist, und nun für sie das Gebet anführst, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist der Imam, dann soll sich ein Teil von ihnen mit dir aufstellen, doch sollen sie ihre Waffen nehmen. Also das heißt, die stehen jetzt da und beten, aber natürlich haben sie ihre Waffen, weil es kann, jede Sekunde kann der Feind kommen. Ja? Oder eben etwas anderes, Allahu A'lam, wenn du irgendwelche Sensoren brauchst, das, was weiß ich, was bei einer Flutwelle, irgendwas. Also das, was du an Werkzeugen benötigst, habe es bei dir während dem Gebet. Ja, sobald du handeln musst, kannst du sofort handeln, selbst wenn du im Gebet bist. Wenn sie, also diese Betenden, sich dann niedergeworfen haben, sollen sie hinter euch treten und ein anderer Teil, der noch nicht gebetet hat, soll nach vorne kommen. Und sie, also diese zweite Gruppe, und sie sollen dann auch mit dir beten, doch sollen sie auf ihrer Hut sein und ihre Waffen nehmen. Das bedeutet, habt ihr verstanden, wie das Gebet jetzt funktioniert oder nicht? Oder weiß es jemand? Wie funktioniert das also, dieses Gebet bei Angst oder Furcht oder Gefahr? Ja? Genau. Also wir haben zwei Gruppen. Einen Imam. Der Imam fängt an zu beten mit einer Gruppe. Allahu Akbar und betet ganz normal die erste Raka. So, wenn er mit der ersten Raka fertig ist und er ist aufgestanden zur zweiten, dann stehen die hinter ihm natürlich auch auf zur zweiten Raka. So, was passiert jetzt? Der Imam bleibt stehen und die hinter ihm beten die zweite Raka. Das heißt, die machen Ruku', stehen auf vom Ruku', machen den ersten Sujud, setzen sich hin, machen den zweiten Sujud, machen Tashahud, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah und gehen. Was macht der Imam in der Zeit? Der steht noch. Ja, was macht er? Ja, der liest eben etwas Längeres. Er liest etwas Längeres, damit genug Zeit ist, dass diese erste Truppe die Raka'a fertig macht und dann abzieht und die zweite Truppe einsteigt in das Gebet. So, was macht jetzt die zweite Truppe? Die betet mit dem Imam. So, der Imam betet nun weiter, macht seinen Rukur, steht auf und die hinter ihm folgen ihm natürlich. Ja? Dann macht er sein Sujud, setzt sich hin, zweites Sujud, jetzt macht er was? Tashahud. Und was macht er jetzt? Die anderen hinter ihm, erwartet jetzt der Imam, die anderen hinter ihm stehen auf und beten ihre wievielte? Ihre zweite Raka. Und der Imam wartet unten. Wenn die fertig sind mit der zweiten Raka, danach machen sie zusammen At-Taslim. Also der Imam sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah und die hinter ihnen auch. Das heißt, jeder von dieser Gruppe hat eine Raka'a mit dem Imam gebetet und eine Raka'a ohne den Imam gebetet. Das ist das Gebet bei Furcht oder bei Gefahr. So hat es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet. Es gibt noch andere Formen. Also das heißt, wenn ihr mitbekommt, nee, es gibt eine andere Form, wo diese zwei Truppen gleichzeitig einsteigen in das Gebet. Nur danach ändert sich etwas. Aber diese Version, die ich erwähnt habe, ist das, was im Koran erwähnt wurde. Also das ist die Art und Weise. Aber es gibt noch andere Formen, wie man betet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier in der Ayah, ich muss mal gerade suchen, wo die Übersetzung ist. Nein, ich finde jetzt gerade die Übersetzung nicht. Auf jeden Fall, Allah Azza wa Jalla sagt auch eine andere Form: فَرِجَالًا
أو ركبانا. Was heißt verijalan أو ركبانا? Das bedeutet zu Fuß oder auf einem Tier reitend. Das ist eine andere Version des Gebets bei Furcht. Das ist, wenn es nicht mehr geht. Was heißt, wenn es nicht mehr geht? Der Gegner ist da. Was heißt, der Gegner ist da? Kennt ihr bestimmt, habt ihr mal gesehen, die Schlachten früher, wie das aussieht mit den Schwertern. Ja, der Feind ist da, der greift dich gerade an mit seinem Schwert. Ja. Da gibt es kein Gemeinschaftsgebet mehr. In dieser Situation jetzt, das war's. Du kannst nicht sagen, so steht mal alle zusammen, hallo, der Feind greift gerade an. Ja. Die erste Version war, der Feind lauert. Du siehst ihn oder du weißt ganz genau, die sind da hinter dem Gebüsch, Allahu alam, wo diese Leute sind. Und die wollen angreifen, die haben aber noch nicht angegriffen. Aber jede Sekunde kann das passieren. Da betest du, wie gerade beschrieben. Nee, der Feind ist schon da. Oder Allahu alam, die Löwen sind schon da, möge Allah bewahren. Ja? Oder die Flut ist da, möge Allah bewahren. Die Gefahr ist da jetzt, es beginnt. Da brauchen wir nicht mehr zu beten? Doch, da betest du immer noch. Ja, wie, der Löwe jagt mich die ganze Zeit. Wie? Ja, während du abhaust, betest du. Du bist am Rennen, ja, oder von mir aus im Krieg, die Krieger kämpfen, ja, und du machst was? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida. Ja, wie soll ich mich verbeugen? Nur so gut es geht, andeuten. Du musst jetzt keinen Rukur machen. Wart mal kurz, Allahu Akbar. So, jetzt können wir weitermachen. So geht das nicht. Sondern du sagst einfach Allahu Akbar und duckst dich oder rennst, was du auch immer machst, fliegst da rum, springst. Auf jeden Fall, während du dich bewegst, und das bedeutet zu Fuß, verijalan, rijalan ist nicht Männer hier, sondern von rijal, also zu Fuß. Ja? Entweder du bist zu Fuß, du gehst, rennst oder sowas, oder rukbanan, also ihr seid auf einem Tier, ja, oder von mir aus Auto oder Allahu alam, wo du gerade sitzt. Das heißt, dann ist das tatsächlich ein einzelnes, individuelles Gebet. Das ist auch eine Form des Gebets bei Furcht bzw. Angst, wenn tatsächlich der Feind angreift oder Allahu alam die Gefahr eben eingetreten ist. Das nächste Gebet, das wir uns betrachten, ist das Gebet um Regen. Auf Arabisch Salatu al-Istisqa. Wenn es Dürreperioden gibt, dann bittet man Allah subhanahu wa ta'ala um Regen. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit mit den Gegensätzen prüft. Zu wenig Wasser ist schlecht, zu viel Wasser ist schlecht. Zu wenig Luft ist schlecht, zu viel Luft ist schlecht. Immer, wir brauchen immer was? Wir brauchen immer die Mitte. Wir brauchen immer ein Gleichgewicht. Und so ist es eben, dass du manchmal Allah bittest um Regen, wenn es eine Dürreperiode gibt. Und die gab es öfters in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das Gebet um Regen wird so verrichtet wie das Eid-Gebet. Was gibt es beim Eid-Gebet zu beachten, haben wir gesagt? Ja? Genau. Also du machst den Takbir öfters. Wie oft? Erste Raka? Siebenmal. Zweite? Nach. Wenn du sagst sieben, dann hast du ja Takbiratul Ihram mitgezählt. Das heißt, du hast die Takbirat für das Eidgebet plus Takbiratul Ihram zusammengenommen. Dann musst du auch in der zweiten Raka'a, damit der Zuhörer es versteht, den Übergangstakbir und die anderen Takbirat zusammennehmen. Aber ich weiß, was du meinst. Du meinst 5 plus 1. Also entweder du sagst 6 plus 1 in der ersten und 5 plus 1 in der zweiten, oder du sagst 7 in der ersten, 6 in der zweiten. Verstehst du? Damit der Zuhörer weiß, okay, er meint eben Takbiratul Ihram und in der zweiten Raka Takbirat
al-intiqal, also den Übergangstakbir. Genauso wird Salat al-Istisqa verrichtet. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet verrichtet. Man geht raus, so wie beim Eid-Gebet, ja, irgendwo draußen, als Gemeinschaft und verrichtet diese zwei Raka'a und danach macht man eine Predigt, so wie bei Al-Eid. Und in dieser Predigt ermahnt der Imam die Menschen, dass dieser Regen entfällt bei Sünde. Also wenn es nicht regnet, dann gibt es Sünde. Das ist der Grund. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund der Sünden den Regen wegnimmt. Ja. Und es gibt die Regel, und eine der größten Sünden ist Ungerechtigkeit. Wenn ein Land ungerecht ist, dann bestraft es Allah subhanahu wa ta'ala mit Dürre. Ja. Und deswegen gibt es ja die Regel, Allah gibt dem gerechten Land, auch wenn es ein nicht-muslimisches Land ist, Allah gewährt diesem Land und Allah verwehrt dem ungerechten Land, auch wenn es ein muslimisches Land ist. Also nur weil da Muslime leben, heißt es nicht, die bekommen jetzt alles einfach so. Ja, wenn die Muslime ungerecht sind, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihnen keinen Regen geben. Das ist eine der Sachen. Es gibt noch viele andere Aspekte. Aber wenn es Gerechtigkeit gibt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diesem Land viele Gaben geben, unabhängig davon, ob es ein islamisches Land ist oder ein nicht-islamisches Land ist. Und das zeigt, wie hoch der Stellenwert der Gerechtigkeit im Islam ist. Ja? Und viele Sünden widersprechen der Gerechtigkeit. Lügen, Betrügen, Bestechen, Klauen und so weiter und so fort. Das sind alles Formen der Ungerechtigkeit. Wann betet man dieses Gebet? Um wie viel Uhr? So wie Salat al-Eid. Was war nochmal bei Salat al-Eid? Das Eid-Gebet, wann? Ja? Genau, also die Zeit des Duha-Gebets, Viertelstunde nach Sonnenaufgang bis Viertelstunde vor Dhuhr-Gebet. In dieser Zeitspanne wird Salat al-Istisqa verrichtet, eben diese zwei Rak'a und so weiter und so fort. Und ein wichtiger Aspekt bei Salat al-Istisqa ist, dass man viel Dua macht, eben, dass Allah es regnen lässt. Ja, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma arifna. Was heißt arifna? Also, oh Allah, rette uns. Rette uns mit was? Mit Regen natürlich. Ja. Und eines Tages kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, ja, Rasulallah, ja, unser Ackerland ist futsch, ja, es ist so trocken. Mach Dua. Also hat er Dua gemacht, ja Rabbi, lass es regnen. Und dann hat es angefangen zu regnen, mehrere Tage. Dann kam wieder der Mann und sagte, ja Rasulallah, bitte mach Dua, dass der Regen aufhört, sonst ist unser Land futsch. Also machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal Dua und sagte, ja Rabbi, also ungefähr die Übersetzung, lass den Regen woanders fallen, ja, über den Hügeln und so weiter und so fort, dass es uns nicht schadet. Und daraus lernen wir, wenn viel Regen fällt, dann machst du Dua erst einmal, ja Rabbi, lass es reif sein. Reif. Reif ist was? Also Rettung. Arifna, al-Rauf ist die Rettung. Also, oh Allah, lass es ein gesegneter Regen sein, dass dadurch nicht es zu Überschwemmungen kommt und Fluten und die Leute dann, wie wir es gesehen haben, alles verlieren an Hab und Gut. Ja, das heißt, man macht Dua, Allahumma, entweder sagt man Sayyiban Nafi'an, also ein nützlicher Regen, oder Allahumma Arifna, oder Reifan Nafi'an. Und wenn es zu viel regnet, dann sagt man eben, oh Allah, lass das Regen
woanders fallen, sodass es eben uns nicht schadet. Ja, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, auf den Hügeln oder in den Flüssen und so weiter, ja, sodass eben es nicht zu einer Überschwemmung kommt. Natürlich wissen wir, wenn der Fluss zu viel Wasser hat, dann ufert er aus. Aber du machst ja Dua, ja Rabbi, dorthin, wo es uns nicht schadet. Allah weiß Bescheid, bei welcher Fluss wie viel Wasser aushalten kann. Ja. Und deswegen, also sobald es regnet oder wenn es tagelang regnet, müssen wir Dua machen. Und hier natürlich ein wichtiger Aspekt, den wir als Muslime erwähnen müssen, ist, sicherlich sollen wir den Menschen helfen, die in der Flutkatastrophe sind, aber wir können auch Flutkatastrophen abwenden, indem wir Dua machen. Du lebst in einer Stadt und es fängt an zu regnen. Vielleicht bist du derjenige, wodurch Allah die ganze Stadt rettet vor der Flut. Warum? Du hast Dua gemacht. Ja Rabbi, es regnet schon Tage. Ja Rabbi, der Fluss ist voll. Ja Rabbi, lass diesen Regen woanders hin, wo er nicht schadet. Oder sowas ähnliches. Mach Dua, rette die Menschen mit deinem Dua. Denk nicht, wer bin ich? Ein Dua ändert jetzt doch nichts. Allah subhanahu wa ta'ala hat Bittgebete von einer Ameise erhört. Das heißt, du darfst jetzt nicht denken, Allah subhanahu wa ta'ala erhört nicht dein Bittgebet, sondern je nachdem, wie du über Allah denkst, so behandelt dich Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn es regnet, zu viel regnet, sodass es zu einer Gefahr wird, dann sag, ja Rabbi, rette uns, rette die Landschaft, rette die Menschen, bitte wende von uns Überflutungen ab und so weiter und so fort. Ein weiterer Aspekt beim Istisqa-Gebet, also beim Gebet um Regen, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Dua seine Hände hochgehoben hat, sehr hoch, ja, sodass man die Haut unter den Achseln gesehen hat. Und er hat sein Gewand umgedreht. Also Sunna ist, das macht man bei was für einem Gebet? Bei Istisqa, also um Regen zu bitten. Er hat sein Gewand umgedreht. Ja, also das, was auf der rechten Seite war, war auf einmal auf der linken Seite. Einfach umdrehen. Ja. Als Geste, ja Allah, ändere unsere Situation. O Allah, bitte ändere unsere Situation, wandle unsere Situation um. Und das ist eben eine Sunna. Und Sunna ist, im Gegensatz zum Jumu'ah-Gebet, dass alle die Hände hochheben. Im Jumu'ah-Gebet, wenn der Imam Dua macht, hebst du ja nicht deine Hände. Die Sahaba haben ihre Hände nicht gehoben, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua macht auf dem Mimbar. Aber beim Istisqa, ja, es ist sogar Sunna, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich umgedreht hat Richtung Qibla. Also er stand mit dem Rücken zu den Menschen und hat seine Hände hochgehoben und Dua gemacht. Und die Leute hinter ihm heben auch die Hände hoch, ja, und machen Dua. Und jeder sollte an seine Sünden denken. Also jeder soll wissen, ich bin schuld, dass es nicht regnet. Meine Sünden sind Grund dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns damit bestraft. Nun können natürlich Leute kommen und sagen, aber Sekunde mal, es gibt doch, das kann man doch alles erklären. Ja? Und da gibt es wirklich Leute, die sagen, ja, ihr habt die Wettervorhersage gesehen und habt gesehen, übermorgen regnet es. Dann habt ihr gesagt, Jungs, wisst ihr was, wir machen jetzt ist die Sra und tun so, als ob wir hier Superman sind. Ja, Rabbi, lass es regnen. Auf einmal regnet es. Yani, es gibt immer wieder Leute, die wollen nicht an Allah glauben. Ja, die wollen einfach nicht glauben, dass es Allah gibt. Ja, und dann sagen sie, nee, das kann man alles hier physikalisch, meteorologisch erklären. Erstens, die Vorhersagen sind nicht immer richtig. Oder nicht? Gestern hieß es, es regnet, es hat nicht geregnet, Alhamdulillah. Ja, das heißt, das ist erstmal nicht 100% sicher. Zweitens, wie war es früher zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam?
Und das ist ja nicht eine Sache, die erst heute stattgefunden hat. Ja, das ist eine Sache, die überall stattfindet und schon jahrhundertelang, dass die Muslime dieses Gebet machen und dann, dass es tatsächlich auch regnet. Nun, die andere Sache, die in der, oder wenn man sagt, ja, aber es ist doch diese, die ganzen Naturphänomene und so weiter, das ist Grund für Dürre, nicht die Sünden, ja, sondern der Klimawandel. Klimawandel, und deswegen, das ist Grund für diese unterschiedlichen Wettersituationen und nicht die Sünde, die man begeht. Dazu gehört auch Zinsen, ist auch eine Sünde, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala den Regen nicht fallen lässt. Da sagen wir, und wer verwaltet diesen Klimawandel? Ist doch Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah regelt das durch den Klimawandel. Allah ist derjenige, der sagt, wo die Wolke hingeht. Aber wir wissen, welcher Engel ist für Regen zuständig? Ja? Mikael. Mikael alayhi salam ist der Engel, der für Regen zuständig ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Befehl an Mikael und Mikael alayhi salam ist derjenige, der dann dafür sorgt, dass die Wolke hier geht oder hier geht, das Tief XY kommt und das Hoch XY geht und so weiter. Das sind alles Sachen, die in Gang gesetzt werden. Durch wen? Ja, durch die Engel, durch Mikael alayhi salam mit dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn also Allah azza wa jalla den Befehl gibt, dort soll es nicht mehr regnen, dann macht das Mikael alayhi salam, dass er eben keine Wolke dorthin schickt. So einfach ist das. Also haben Sünden eine Auswirkung auf das Wetter. Und das ist natürlich etwas, das lernst du in keinem Erdkundeunterricht. Wie das Verhalten der Menschen, ich meine jetzt die Sünden, jetzt nicht hier, ob ich Plastik benutze oder Pappe und so weiter. Das ist natürlich was Gutes, dass man umweltbewusster ist. Ja, das ist etwas Wichtiges. Ja. Aber ich rede hier von anderen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Zina oder Riba, also Zinsen, oder Diebstahl und so weiter und so fort, Ungerechtigkeit, was auf dem ersten Augenblick keinen direkten Einfluss auf Wetter hat. Aber wir Muslime wissen, dass diese Sachen einen direkten Einfluss haben. Und dass diese Naturphänomene Diener Allahs sind. Und deswegen, als Rasul sallallahu alaihi wasallam auf dem Berg Uhud war und es ein bisschen gewackelt hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: O Berg Uhud, bleib standhaft, auf dir ist ein Prophet und wenn ich mich recht entsinne, waren es zwei Märtyrer, also Umar radiallahu an und also Siddiq, also Abu Bakr und zwei Märtyrer, Umar und Uthman, wenn ich mich recht entsinne, oder es war nur Umar mit Abu Bakr, Allahu A'lam. Auf jeden Fall, diese Beziehung zwischen dem Planeten Erde, ja, und dem Menschen, die ist bewiesen für uns Muslime. Und zwar auch in der Geschichte von Yusha ibn Nun. Und zwar als er in dieses Land, also Palästina, gehen sollte, nachdem Musa a.s. gestorben ist und so weiter. Und da hat er der Sonne gesagt: O Sonne, du bist ein Diener Allahs und ich bin ein Diener Allahs. So bleibe stehen, bis wir die Stadt eingenommen haben. Und sie ist stehen geblieben. Das sind natürlich Sachen, wer nicht an Allah glaubt, sagt, also das ist unmöglich, sowas. Ja. Aber wir wissen das. Wir wissen, also selbst den nördlichen Gebieten oder südlichen Gebieten, dass der Tag mal länger ist und so weiter und so fort. Also solche Sachen kennen wir und deswegen wissen wir, Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem imstande. Also das Gebet um Regen macht man nicht einfach so, ja Rabbi, es soll regnen, sondern mit Demut. Man geht mit Demut hin.
Jeder muss sich an die Sünden erinnern, die Grund dafür sind, dass es nicht geregnet hat. Ja? Und natürlich, wir leben in einem Land, in dem es sehr oft regnet. Ja? Aber wenn man mal in Ländern war, wo es nicht so viel geregnet hat, dann weiß man eher, was es bedeutet, wenn man um Regen bittet. Ja, wenn man keinen Regen hat, keinen Tropfen sieht, monatelang, dann weiß man, wie sehr man Allah anfleht, um Regen zu bekommen. Das nächste Gebet ist das Gebet bei Finsternis. Also gemeint ist Gebet bei Sonnen- oder Mondfinsternis. Das ist auch ein Gemeinschaftsgebet und es ist ein besonderes Gebet, weil es anders gebetet wird wie die anderen normalen Gebete. Wann betet man dieses Gebet? Bei Sonnen- oder Mondfinsternis. Und das nennt man Kusuf oder Khusuf. Ja, einige sagen, das sind Synonyme, Kusuf und Khusuf. Die einen sagen, nee, eines sagst du bei Sonnenfinsternis, das andere bei Mondfinsternis. Und da sind sie sich nicht einig, welches nun für Sonnenfinsternis und für Mondfinsternis. Ist ja egal. Kusuf oder Khusuf-Gebet ist das Gebet bei Finsternis. Gemeint ist Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis. Die meisten Gelehrten sagen, es ist eine wichtige Sunna, die man machen soll. Andere gehen so weit, dass es eine Pflicht ist. Aber die meisten sagen, es ist eine Sunna Muakkada, also eine wichtige Sunna. Und man sollte das auf jeden Fall machen. Warum betet man das Kusuf-Gebet? Weil hier etwas passiert, ein Phänomen, das nicht regelmäßig, also nicht täglich stattfindet, meine ich. Und wir wissen, dass die Sonne ein besonderes Zeichen ist, und zwar für den Weltuntergang, also für Yawm al-Qiyamah. Sobald die Sonne vom Westen aufgeht, Westen oder Osten? Westen aufgeht, genau. Und wir hatten ja, glaube ich, schon mal den Hadith erwähnt, dass die Sonne jeden Abend sich niederwirft unter dem Thron Allah subhanahu wa ta'ala, um Erlaubnis bittet, wieder aufzustehen, aufzusteigen. Und Allah erlaubt ihr, bis eben der Tag kommt, wo er ihr das nicht mehr erlaubt, sondern er sagt ihr, gehe dort zurück, woher du gekommen bist. Und das ist eben, dass sie dann vom Westen aufsteigt. Und das zeigt, wie gesagt, dass die Sonne eben auch ein Diener Allahs ist und sich an die Gebote Allahs hält, obwohl die Sonne so gewaltig ist. Auf jeden Fall, jeder Muslim, sobald er Sonnen- oder Mondfinsternis mitbekommt, bekommt Furcht. Warum? Da passiert was mit der Sonne. Irgendwas ist mit der Sonne los. Ja, also Sonne und Mond, dieses Verhältnis. Entweder Mond ist vor der Sonne, Sonne ist vor dem Mond. Auf jeden Fall, da passiert was. Und das Erste, an das der Mensch, der Muslim denkt, ist was? Al-Qiyama. Und so war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Er eilte zum Gebet. Sobald er das gesehen hat, hat er angefangen zu beten. Warum? Er will so sterben. Was ist, wenn Qiyama jetzt anfängt? Er will sterben, während er betet. Und deswegen, dieses Gebet geht so lange, bis die Finsternis fertig ist. Und ihr wisst, manchmal die Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis, das kann schon länger dauern. Ja? Er betete so lange, bis das Gebet fertig war. Warum? Weil er eben, wenn Al-Qiyama beginnt, dann will ich im Gebet sterben. Hier kommen natürlich einige und sagen, nee, Sekunde. Nein. Oh, der Dajjal war noch nicht da und der Mahdi war noch nicht da und das Tier war noch nicht da und das war noch nicht da. Komm mal, also 5 Sonnenfinsternisse werden wir mindestens noch erleben. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Zeichen der Stunde kommen, dann werden sie hintereinander kommen, wie die Perlen einer Kette, die zerrissen ist, wenn die hintereinander rausfallen. Ist es an einem Tag, ist es an einer Woche, ist es in einem Monat, Allahu A'lam.
Aber wir haben keine Sicherheit, da kommt der Dajjal erstmal 20 Jahre und dann kommt diese 20 Jahre und dann 100 Jahre. Allahu a'lam. Und das bedeutet, es kann sein, dass es am Stück ist. Und deswegen, der Muslim darf sich nie in Sicherheit fühlen vor den Versuchungen. Und daher hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sobald er die Sonnen- oder Mondfinsternis gesehen hat, angefangen zu beten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Sonne und der Mond sind zwei Zeichen Allahs. Sie verdecken sich nicht wegen dem Tod einer Person oder wegen der Geburt einer Person, sondern Allah will seinen Dienern damit Furcht, sie zur Furcht bringen. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam klar gemacht, warum oder was die Weisheit hinter Sonnen- und Mondfinsternis ist. Weil es gab in der Jahiliyya die Ansicht, da ist hier irgendjemand Wichtiges geboren oder irgendjemand Wichtiges gestorben, ja, und deswegen passiert das mit der Sonne. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein. Es hat nichts mit der Geburt oder mit dem Tod irgendeiner Person zu tun, sondern es sind Warnungen Allahs. Subhanallah. Stell dir mal vor, jemand, der was zu sagen hat, ja, warnt dich. Der Chef auf deiner Arbeit oder Allahu alam. Irgendjemand, irgendeine Behörde, Allahu alam. Hör mal zu, ja, noch einmal und dann war es das, ja. Wie empfindest du die Warnung? Nimmst du die auf als gute Nachtgeschichte? Ja, komm, erzähl weiter. Oder, und es geht jetzt wirklich um wichtige Sachen, ja? Es geht nicht nur um irgendetwas, wo du sagst, nee, ich brauche dich nicht. Nee, es geht um Sachen, du brauchst ihn. Ja, den Job oder die Papiere oder lau allem, was es ist. Wie empfindest du die Warnung? Dein Pulsschlag ist bei lau allem 2800. Warum? Du hast Angst. Oh, was passiert jetzt? So, wenn Allah Jalla Jalaluhu warnt, Achtung, nicht, dass du so weiterlebst. Hallo, guck mal, die Sonne, der Mond, die viel größer sind wie du, viel mächtiger, die hat Allah in seiner Hand, subhanahu wa ta'ala. Er macht mit ihnen, was er will. Was macht er dann mit uns Winzlingen? Das ist die Botschaft dahinter. Und deswegen, wenn du mitbekommst, es gibt eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis, dann musst du Furcht haben vor Allah. Warum? Weil Allah will mit diesen Zeichen die Furcht in deinem Herzen stärken. Wie geschieht das? Denke an deine Sünde. Erinnere dich an deine Sünden, möge Allah uns vergeben. So, wie funktioniert das, dieses Gebet? Dieses Gebet besteht aus zwei Raka'a, wobei jede einzelne Raka'a zwei Verbeugungen hat. Zweimal Ruku'a. Also wie viel Mal machst du Ruku'a? Es sind zwei Raka'a. Und in jeder Raka'a sind es zwei Ruku'a. Also im Gebet sind es wie viele Ruku'a? Vier, genau. Vier. Zwei in der ersten Raka, zwei in der zweiten Raka. Im ganzen Gebet, genau. Wie funktioniert das? Man fängt an zu beten, Allahu Akbar, ganz normal. Ja? Und dann ist Sunnah lang zu lesen, also etwas länger zu lesen. Je nachdem, wie lange es geht, dieses Khusuf-Gebet oder Kusuf-Gebet, also Finsternis-Gebet. So, wenn du fertig bist mit dem Lesen, dann sagst du Allahu Akbar und gehst in die Verbeugung, Ruku'. Machst ganz normal, Subhana Rabbil Azim, Subhana und so weiter, machst auch ein bisschen länger. So, dann sagst du was? Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Was machst du jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Nochmal Allahu Akbar und zum Ruku'? Nein, fast. Was machst du jetzt? Nur Ruku'a?
Genau, du fängst wieder an zu lesen. Ja? Also du liest wieder und ein bisschen kürzer als in dem, im ersten Fall. Okay, also du liest wieder Koran. So, und dann machst du Rukua und stehst auf vom Rukua. Was machst du jetzt? Nachdem du gesagt hast, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Wie geht es jetzt weiter, ja? Genau, jetzt gehst du runter zum Sujud. Die erste Raka'a hatte also diese zwei Rukua. Du gehst runter zum Sujud, erster Sujud, sitzen, zweiter Sujud. Dann stehst du auf und betest die zweite Raka'a genauso wie die erste Raka'a. Ist das klar? Also in jeder Raka'a zweimal Rukua. Und du liest Koran, machst Rukua. Stehst auf, liest Koran, machst Rukua. Stehst auf und gehst dann zum Sujud. Ja. Also immer zwischen diesem Rukur soll man Koran lesen, nicht nur Allah, also Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, dann gleich mal nochmal Rukur. Nein, sondern Koran lesen, dann Rukur. Und das machst du, wie gesagt, in der ersten und in der zweiten Raka'a. Und du liest also Fatiha und Sure, also nicht nur Sure, also beim ersten Mal ist ja klar, du beginnst das Gebet, Alhamdulillah Rabbil Alamin und so weiter, Al-Fatiha, dann liest du was vom Koran, so jetzt machst du Allahu Akbar, Subhana Rabbi Al-Azim, Bihamdih und so weiter, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin und so weiter und liest und so weiter. Ja? So, was ist jetzt? Ich bin fertig geworden mit dem Gebet und die Sonnenfinsternis, Mondfinsternis ist noch da. Dua und Dhikr machen, bis diese Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis vorbei ist. Also du sollst Dhikr machen, nicht das war's, hab gebetet und hat sich die Sache erledigt. Dhikr machen, bis die Sonnenfinsternis oder eben Mondfinsternis vorbei ist. Andere Möglichkeit, ich lese und lese und lese und die Sonnenfinsternis ist vorbei. Ja, die Sonne kann man wieder normal sehen oder den Mond kann man wieder normal sehen. Aber ich bin noch nicht fertig. Ja, dann machst du das Gebet fertig, so wie gesagt, aber ein bisschen zügiger. Anstatt dass du jetzt lange liest, liest du nicht mehr lange. Ja, weil das Gebet soll tatsächlich nur während der Sonnenfinsternis sein. Heutzutage kriegst du das ja mit Minute und Sekunde gesagt. Ja, das dauert eine halbe Stunde oder Allahu A'lam eine Stunde. Und dann weißt du ungefähr, okay, ja, da geht Surat al-Kahf oder Allahu A'lam lieber Surat al-Baqarah oder eben zwei, drei Suren. Das heißt, heutzutage kann man schon ein bisschen näher daran, also sich entscheiden, was man liest. Aber ohne Vorhersage, du hast nicht mitbekommen, du weißt nicht wie lange, ganz einfach. Sobald der Mond wieder zu sehen ist oder die Sonne wieder ganz normal ist, entweder bist du fertig mit dem Gebet, wenn nicht, dann machst du ein bisschen zügiger, damit du fertig bist mit dem Gebet. Ich bin zu früh fertig mit dem Gebet, dann eben Dhikr, bis Al-Kusuf vorbei ist. Danach ist Sunna, dass der Imam auch wieder eine Ermahnung erwähnt, dass er den Leuten erklärt, das sind Zeichen Allahs, diese Sonne und der Mond und dass diese Planeten, dass es Diener Allahs sind. Und wenn diese Diener Allahs das machen, was Allah von ihnen verlangt, warum machen wir nicht das, was Allah von uns verlangt? Allah Azza wa Jalla sagt dem Mond, er soll vor der Sonne sein, also ist er vor der Sonne. Die Sonne soll vor dem Mond sein, also ist sie vor dem Mond. Die Sonne soll weg, dann ist sie weg. Der Mond soll weg, dann ist er weg. Das heißt, sie machen das, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen verlangt. Natürlich, wenn du dir die Sonnenfinsternis und Mondfinsternis anschaust, ohne diesen Iman-Teil, einfach nur als ein Phänomen, sieht schön aus, ja, und das war's, dann empfängt dein Herz natürlich nicht die Botschaft. Ja, wenn das nur ein Spektakel ist für dich, dann empfängt dein Herz nicht die Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala da mit dir schicken möchte. Das wären die Gebete, die wir heute behandelt haben, das Gebet bei Gefahr, das Gebet für Regen und das Gebet bei Finsternis.
und inshallah ta'ala sprechen wir dann das nächste Mal über das Totengebet und die Beisetzung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein gutes Ende geben. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.